ähnlichen Auftritt verspricht die neue Vespa Sprint, hier als 125er S-Modell mit ABS. Der trapezförmige Scheinwerfer und die 12 Zoll Leichtmetallfelgen sollen optisch für entsprechende Dynamik sorgen. In der Version S sind die Leichtmetallfelgen in Schwarz gehalten und die Farbe Titangrau matt soll wohl auch für Stimmung an Bord des Automatikrollers sorgen. Die 11 PS des 124 Kubikzentimeter Motors bringen brauchbaren Vortrieb und dank serienmäßigem ABS samt vorderer Scheibenbremse passt auch die Verzögerung bestens. Insgesamt präsentiert sich die Sprint agil und wendig. Das Fahren macht sehr viel Spaß. Ein paar Abzüge gibt es aber bei der Alltagstauglichkeit. So ist beispielsweise das Gepäckvolumen unter der Sitzbank nicht sehr groß und man wird zum Beispiel Probleme haben, einen Rückenprotektor unterzubringen. Für Kleinzeug gibt es das praktische Frontfach, welches auch verschließbar ist. Mit einem Listenpreis von 5.300 Euro ist die Vespa Sprint 125 IE 3V S ABS nicht gerade billig. Immerhin gab es zu Redaktionsschluss einen Aktionspreis von 4.899 Euro. Drei Aspekte beherrschen mein Fazit. Erstens, der Preis ist Vespa-typisch recht hoch, dafür hat man auch ein großes Markenimage. Zweitens, die Alltagstauglichkeit ist durch den doch recht geringen Stauraum etwas eingeschränkt. Und drittens, der Fahrspaß ist im Segment unerreicht. Mit der Vespa ist man sehr flott und wendig und angenehm auf italienische Art unterwegs.